Yo Leute, herzlich willkommen auf meinem Channel. Heute verbauen wir in unserem Projektfahrzeug ein Ansaugsystem und eine Abgasanlage. Dann würde ich mal sagen, legen wir auch direkt mal los. Gehen auf Upgrade Shop. So. Bauen wir, würde ich sagen, ein Sport-Ansaugsystem. Also einen gewöhnlichen offenen Pilz. So, dazu noch eine Sport-Auspuffanlage. So, was brauchen wir uns erstmal nicht kümmern. Und dazu verbauen wir uns natürlich, beziehungsweise montieren wir noch Sportreifen dazu. Und testen das Ganze jetzt mal auf dem Nürburgring. Kleine Info vorab, ich werde jetzt nicht mehr so viel reden, wenn ich fahre, damit wir auch eine perfekte Zeit fahren. Weil in der letzten Runde, beziehungsweise in dem letzten Video, sind wir eine 8 Minuten 47,254 gefahren. Und nach dem Video bin ich nochmal Test gefahren und bin ungefähr eine 8 Minuten und 30 gefahren. 35, 30 so in dem Dreh. Und deswegen werde ich mich jetzt eher ein bisschen auf die Strecke konzentrieren. Klar, ab und zu mal was dazu sagen. Aber im Großen und Ganzen werde ich mich jetzt nur auf das Fahren konzentrieren. So, dann legen wir auch mal gleich los hier. So, wie immer fliegender Start. Let's go. So, hatte ich kurz die falsche Perspektive gehabt. Also auf jeden Fall, der Wagen zieht besser durch. Viel, viel besser. Davor hat sich das so angefühlt wie, keine Ahnung, wie wenn man jetzt einen Staubsauger anmacht, ja, und vorne in die Öffnung eine Socke reinsteckt, dass der sich halt quält, ja. Und jetzt durch die Kombi mit den Reifen kommen wir auch besser um die Kurven. Also ich habe viel, viel besseren Kurvengefühl als zuvor. So, und dann gucken wir mal, was die Strecke auf Dauer so noch bringt. Dann können wir direkt mal reinheizen. Also ich vertraue dem Wagen jetzt irgendwie mehr in den Kurven als zuvor ohne den Reifen. Oder ohne die Reifen. Dann sind da mehrere. Und ja. So, ganz easy durch die Kurve. Sind wir schon Adenauer Forst? Mal sehen, wie wir uns hier anstellen. Schönen Grip hat er. Schönen Begrenzer rein. Hochschalten, jetzt wieder runterschalten. Kurz abbremsen, das war ein bisschen zu schnell. Ein bisschen Zeit verloren, aber ist okay. Kann mal passieren. So. Auch schön hier die Kurve genommen.
Mal gespannt, was wir jetzt an Top Speed auf der Geraden schaffen. Vor der Kurve. Davor haben wir ja, glaube ich, eine 221 geparkt. 220, 221. Und jetzt werden wir bestimmt wesentlich ein bisschen mehr schaffen, da der Wagen jetzt frei atmen kann. Ja. Und mit den Radreifenkombinationen passt es auch gerade perfekt. Schön runterheizen hier. So, jetzt nehmen wir uns den Karussell. Jetzt bin ich gespannt. Ansonsten ist okay. Musste kurz ein, zwei Mal abbremsen. Leicht. Aber ist okay. Noch haben wir ja die Standardwerte von unseren Federn und Dämpfern, beziehungsweise von unserem Fahrwerk. Da wird auch noch einiges passieren. Sind wir auch noch mal kurz mit den linken Reifen rausgekommen. War jetzt auch keine tragische Sache. So, wenn wir schon mal dabei sind, Grüße gehen raus an Olli, einen treuen Zuschauer von mir. Ja. Hatte mal in den Kommentaren geschrieben, ob ich ihn mal grüßen kann. Ja, also schöne Grüße gehen raus an dich. So, jetzt geht's zum Geraden. Jetzt bin ich gespannt. Zweihundert, zweihundertzehn, zweihundertzwanzig. 25, 32, 32, jetzt geht's berg runter.
So, 8, 29, 212. Ja, sind wir deutlich, deutlich schneller gefahren. Sind wir 28 Sekunden schneller gefahren jetzt. Ja, kurz mal rechnen, 27, ja, 28 Sekunden sind wir schneller gefahren. Ja, Fazit, ich bin zufrieden mit dem Fahrzeug, beziehungsweise mit den Anbauteilen, was wir bis jetzt verbaut haben. Bis jetzt haben wir auch Felgen verbaut, Fahrwerk verbaut, Ansaugsystem, Sportauspuffanlage und Reifen. Das sind die Parts, die wir bis jetzt verbaut haben. So, in dem nächsten Video würde ich sagen, geht's an das Eingemachte. Da machen wir ein schickes Design. Ich habe auch schon mal was vorbereitet. Ja. Und lasst euch einfach überraschen. Der Wagen wird auf jeden Fall geil aussehen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Kommentar würde ich mich auch freuen. Und natürlich über ein Abo. Mach's gut, ich bin raus. Cardosa LP.